schöner Pass jetzt. Hibrich lässt prallen. Nächste Gelegenheit. Hibrich. Albrecht natürlich. Ja, und da sehen wir mal, wenn die Löwen ins Drittel laufen können, den Puck nicht tief spielen müssen, ziehen sie sofort mit 3-4 Mann vorne und dann wird es schon gefährlich. Aber auch guter Safe hier von Albrecht. Ja, auch beim Nachschuss von Mike Fischer. So, nächste Gelegenheit. Klasse Safe. Wobei ich sogar glaube, dass der Schuss vom Verteidiger geblockt wurde. Maginot verzieht jetzt. Wir sehen es ja in Stuttgart nochmal in der Wiederholung. Ja, schwierig zu sehen. Ja, der Puck läuft aber sehr gut in den Reihen. Schön zurückgelegt, die Gelegenheit. Andrukow hält, aber der Puck noch nicht draußen. Weiterhin die Gelegenheit für die Eispiraten. So, jetzt die Gelegenheit für Eisenmenger. Tor! Da rutscht Albrecht die Scheibe durch. 1:0 für die Löwen Frankfurt. Ja, da war der zweite Verteidiger der Eispiraten mit aufgerückt. Und Max Eisenmenger gewinnt das Laufduell mit seiner Schnelligkeit. Aber ja, Albrecht, die Scheibe muss eigentlich auch halten. Ja, sieht sehr unglücklich aus, wenn die Scheibe da so durchrutscht. Den Frankfurtern ist es egal, sie führen das Spiel 3 der Viertelfinalserie mit 1:0 an. So, Adam Mitchell jetzt, das war ein richtig guter Pass. Oh, wichtig hier aber auch, dass Albrecht kein Rebound zulässt. Strafe angezeigt. Schauen wir mal drauf. Oh ja. Oh. Da ging der Ellenbogen hoch. Lewandowski vor das Tor abgefälscht. Ja, Meisinger will sich von der Vorhand auf die Rückhand legen, kriegt dann den Puck aber nicht mehr. Da fliegt mir ein bisschen Platz. Zieht ab an Drukow. Hat die Fanghand oben. Ich glaube, das gab es in der DL2 auch noch nie. Oh, jetzt völlig frei im Slot. Nächste Gelegenheit, Krimmitschau. Andrukow auf dem Posten. Big Save. Ja, aber so eine Chance, wie sie gerade findet. Hohl kann die Scheibe nicht ganz kontrollieren. Schuss aufs kurze Eck. Prallen lassen. Und jetzt ist die Scheibe unter Ilja Andrukow begraben. Und auch die Löwen sind wieder komplett. Brett Breitkreuz. Wieder zurück. Viel Gewusel da vor dem Tor. Oh, das war ein hoher Stock. Ins Gesicht von Tim Schüle. Aber der Arm, der Hauptschiedsrichter bleibt unten. Schüle fährt er jetzt auch zur Bank. Zieht ja, direkt den Helm aus. Es war auch keine Absicht. Er wollte den Puck Richtung Tor schießen und hat dabei zum Schüle im Gesicht getroffen. Wir sehen das nochmal. So. Oh Gott. Ja, das hat ordentlich gescheppert. War zwar keine Absicht, trotzdem werden hier 2 Minuten gerechtfertigt. Gut. Der Mitchell legt zurück. Tor! Was für ein Strahl! 2:0 für die Löwen Frankfurt! Ansatzlos! Ja, der Puck geht zurück am Faber, der den Puck erneut tief spielt. Mitchell zuerst am Puck vor dem Verteidiger und dann spielt dann die Blaue und dann ein schöner One-Timer. Katapult, wenn ich das richtig gesehen habe. Keine Chance für Albrecht. Der war so schnell. 2:0 für die Löwen Frankfurt.
in der 52. Spielminute. Der Torschütze, der jetzt hier angezeigt wird, der stimmt nicht. Hier wurde Proft angezeigt. War der vorher nochmal abgefälscht? Ich habe es nicht gesehen. Nee, aber Proft war der Schütze von der blauen Linie hinten. Und Hildrich mit der Konterchance. Legt schön ab. Wieder eine Riesenmöglichkeit. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.